So, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Vanilla, WoW Classic. Mir fallen jetzt gerade zwei Sachen auf. Also zum einen, dass wir noch tot sind, das ist mir jetzt aber nicht aufgefallen, das war mir vorher schon bewusst, das war falsch ausgedrückt. Aber was mir wirklich auffällt, ist, dass wir noch Zentauren am Schienen brauchen. Ich bin von den vergessenen Teilchen einfach abgehauen, obwohl wir da noch was zu tun haben. Da habe ich nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir später nochmal zurück. Aber wir haben momentan noch das Problem, dass unser Inventory fast voll ist. Wir haben noch vier Plätze frei. Und diese Zentauren, die droppen halt sehr viel Müll, um es mal wirklich so knallhart auszudrücken. Und eigentlich hatte ich vor, eigentlich hatte ich vor, hier nach, mich direkt nach, also nach der Habien-Quest hier, mich direkt nach Kosthwarz zu teleportieren. Naja, weiß ich noch nicht, ob ich das dann mache, aber wahrscheinlich trotzdem, weil ich muss ja irgendwie mein Inventory lernen. Ich habe ja einen Bogen bekommen vorhin. Ich muss mal eben kurz gucken. So. Der macht 6, die Schusswaffe 7,8. Ja, dann nehme ich wohl die. Aber ich muss halt nur diese vier Anführer töten. Und die Mobs werden wohl so um die Level 20 sein. Ansonsten wäre die Quest nicht rot. Ich könnte es trotzdem versuchen, aber es wäre ein Risiko. Die Belohnung wäre halt eine Waffe, die dreimal so gut ist wie unsere. Also fast dreimal so gut. Kann man sich halt entsprechend ausrechnen, was für eine Verbesserung das wäre. Ne? Also Auto, unsere Autohits würden easy peasy locker den doppelten Schaden machen. Man muss natürlich immer berechnen, dass hier auch der. Wobei, nö, natürlich würden unsere Autohits den doppelten Schaden machen. Ja. Beziehungsweise nicht ganz den doppelten, weil man ja. Genau, das stimmt ja doch. Man muss ja mal 3,5 noch zurechnen, ne? Also 3,3 Schaden, 6,5 Schaden. 6,5 Schaden machen wir jetzt. Mit der neuen Waffe wären es 7, wie viel waren es? 7,2 oder so. Es wären auf jeden Fall ungefähr das Doppelte. Also, rechnen läuft bei mir. One Tank for Gnoma. 32. Also ich würde, wenn ich jetzt nochmal Höhlen des Wehklagens hier mal was sehen würde, ja, immer schon ein bisschen auf, ein bisschen schön die Augen offen halten hier im World Chat und im Gruppenchat 5 und 4, ob da irgendwelche Leute was suchen. Ich wäre nicht abgeneigt, eine Gruppe für HDW zu finden und ich habe den Timer nicht gestartet. Aber, ja. Keine Ahnung, man muss sich halt auch darauf einstellen. Wenn ich jetzt eine Gruppe für HDW finden würde, wir würden locker 2 Stunden brauchen. Da gehe ich jedenfalls mal stark von aus. Also das dauert richtig, richtig lange. Mit einer schlechten Gruppe vielleicht noch länger. Er ist Gott sei Dank nicht tot. Da hinten ist noch ein Loot, den ich einsammeln kann. Die Mobs sind schon ein bisschen. Also viel stärker dürfen sie nicht sein. Fuck! So ein mieser Respawn, ne? Den kannst du ja auch nicht ausdenken. Mitten im Angriff spawnt der da gerade in meinem Rücken. Ich muss näher ran. Das Target hat er sich aber gemerkt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hat der gerade meine Mark widerstanden? Oder habe ich mir das eingebildet? Scheiße, mein Geier verreckt. Oder auch nicht. Komm, mein Freund, nimm die Heilung. War hier nicht irgendwo noch ein Mob von mir?
Scheint ist der mit Inhalt despawned. Naja, macht nichts. Eine Kralle brauchen wir noch. Ich werde mich übrigens zurückporten. Ich muss mich mal wieder ein bisschen erholen. Obwohl es jetzt hier gerade auch ein bisschen einfacher geht. Es ist halt einfach angenehm, wenn hier noch andere Spieler am Questen sind, weil das Gebiet hier ist einfach, das ist jetzt so eine Fülle von Mobs. Leichte Feder, Schissel. Schisseldissel. Mist, verdammt. Ich bin außer Reichweite. Ah, 17. Ja, es sind, die sind halt strong. Ja. Starke Mobs, da gibt's nichts dran zu rütteln. 17 ist schon die oberste Grenze. Ja? Ich glaube, da tun sich Nahkämpfer schon schwer, wenn die Mobs zwei Level über dem eigenen Level sind. Gerade auf diesem Level hier. So eine Sauerei, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist zu weit entfernt. Komm, jetzt du aber. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wenn er jetzt... Ich wollte gerade sagen. Ernsthaft. Eine 8-Sekunden-CD. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ein fucking 8-Sekunden-CD. Boah. Ich weiß, ich glaub, sowas gibt's gar nicht mehr. Im aktuellen WoW. Droppt immerhin Wollstoff. Aber ich brauche keinen Wollstoff, ich brauche die Krallen. I need the Krals. Wo habt ihr gesehen? Ihr habt mit ihrem Zauberstab gerade gefühlt irgendwie eigentlich ziemlich viel weggeprescht an Leben. Mist. Mist. Verfehlt. Schöner Speed-Up gerade. Und hier haben wir eine Kralle. Abmarsch. Was so, Gast. Das kann weg, 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 das kann weg. Den leichten Balk, ja, schmeiß ich auch weg. Kann weg, kann weg, kann nicht weg. Kann weg, kann weg, kann weg. Ich glaube halt nicht, dass ich die leichten Federn... Ja gut, ich behalte sie nochmal. Eigentlich... müsste ich nach Thunderbluff. Eigentlich, um die Sachen da einzustellen. Wo ist denn der Briefkasten? Mich gerade Mishuga oder was hier, Schisse? Den Feuerzauberstab sind wir losgeworden. Das Schwert nicht. Das Wolfsfleisch aber. Das werden wir irgendwie immer los. Die leichten Feder auch. Federn. Die Abspalte-Axt sind wir auch losgeworden. Und den Hurtigkeitstrank auch. Sehr cool. Das hier nicht. Ja, das ist mir nicht so schlimm. Die leichten Federn. Ja, will ich die behalten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal meine grünen Gegenstände hin tun, die ich jetzt hier so gefunden habe. Zack. Wollstoff. Machen wir nochmal ein paar schwere Leinenverbände. Es wird halt einfach Zeit, dass wir... eine bessere Waffe bekommen, ne? Wird gleich ein Stack von den Leinenverbänden verkaufen beim Händler direkt. Ich befürchte übrigens, wenn wir jetzt zum Jägerlehrer gehen würden, wir würden... Mit 16 gibt es auf jeden Fall neue Abilities. Und dann wird's teuer. Dann werden wir von den 2 Gold wahrscheinlich direkt 1 Gold wieder ausgeben. Also glaubt nicht, wir hätten jetzt gerade irgendwie so ein Vermögen angehäuft. Das ist ein Irrglaube. Ja, leichten Fehlern schmeiß ich auch weg. Ganz ehrlich.
Für die Horde. Für die Horde. Aber das Fleisch war, ging immer gut weg, ne? Das Fleisch. Dieses Wolfsfleisch. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Wahrscheinlich irgendeine Kochkunst, ne? Wann kann man Silber abbauen? 50? Ich denke eher ab 60. Komm schon, 50 würde ich gerne jetzt noch hinbekommen. Zwei Stück noch für 50. Los, 50, jetzt. Jetzt, letzte. Last, jetzt. Scheiße. Wäre schön gewesen. Hätte ich vielleicht noch brauchen können. Na gut, dann halt nicht. Dann gebe ich jetzt mal ein paar Quests ab, die ich jetzt hier noch so Crossroads abgeben kann. Und das ist Harpchen, die Kolka-Quest nicht. Kolka-Quest ist woanders. Das ist bei, das muss ich hier machen, auch bei der Oase. Seid gegrüßt. Danke übrigens für den Tipp. Das ist ja hier eine Questreihe. Und am Ende dieser Questreihe müssen wir gegen irgendwie so einen stärkeren Mob, Einzelmob kämpfen. Und der soll gut als Hunterpad sein. Das ist ein Tipp, den kann ich sehr gut gebrauchen. Das werde ich mir höchstwahrscheinlich auch fangen. Und dann werden wir uns von Krumm verabschieden. Dann werde ich mein Pet wohl auch das nächste Mal dann Pana nennen, tatsächlich. Ich fand die Idee wirklich ganz lustig. So irgendwie so eine Verbindung zu dem aktuellen BFA-Let's Play zu ziehen, warum nicht? Ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Die ist gar nicht mal so verkehrt. So, Krallen. Sammelt 6 Harpchen Offiziersringe von den Tötern der Hexenschwingern. Hexenschwingen und kehrt dann zu Blablabla zurück. Ja, und ich denke, das sind die, gegen die wir schon gekämpft haben, ne? Offiziere der Harpchen. In den trockenen Hügeln. Ja. Ja. Die wollen aber auch echt immer, dass man eine ganz schöne Strecke zurücklegt, ne? Habe ich noch genügend Munition? Ja, das reicht. Also da sind die wirklich nicht ganz zimperlich. Also das ist viel Lauferei. Vor allen Dingen, ihr seht es ja auch hier, geradeaus nichts außer Savanne. Allein bis zu den vergessenen Teichen dauert es schon gefühlt 10 Jahre, ne? Da müssen wir jetzt ja noch die Zentauren am Schienen einsammeln. Das möchte ich nämlich jetzt als nächstes machen. Wo uns noch 8 Stück fehlen, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind hier schon seit 3 Parts in diesem Gebiet und haben Zentauren gemeuchelt wie die Blöden und haben bis jetzt immer noch erst 7 Stück. Das ist eigentlich zu wenig. Naja. Oh, da hinten ist einer. Der ist aber schnell unterwegs, der Kerl. Ich bin außer Reich. Du lass mich bloß in Ruhe, Raptor. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Droppen übrigens sehr gut, die Armschienen. Nicht. Das ist zu weit entfernt. Klar, es wäre einfacher gewesen, wenn man damals irgendwie mit dem Strom mitgeschwommen wäre. Ich meine, wir sind ja am unteren Level der puren Masse. Entsprechend gibt es weniger Leute, die auf unserem Level jetzt auch spielen wollen. Silk Bags, keine Ahnung, was Silk Bags sind. Das müssen irgendwelche Taschen sein. Legit Silk? Was sind Silk Bags? Silk Bags? Silk Bags? Leintaschen? WoW. Small Silk Pack. 10 Slot. Okay. Das ist gar nicht mehr so teuer.
Allerdings dann doch schon wieder teuer, weil wenn ich mir 4 davon kaufen wollen würde, dann wäre ich noch meine 2 Gold weg. Und ganz ehrlich, 4 Taschen, 10 Platz oder 4 Taschen mit 8 Platz und dafür 2 Gold, dann nehme ich lieber das Gold. Ich brauche das Gold auch einfach, weil ich sonst nicht meine Abilities ausbilden kann. Unterschätzt das nicht, wie teuer das später noch wird. Nämlich richtig, richtig teuer. Boah, ey, die Drop-Chance ist so erbärmlich, so... Oh. Bisschen Angst, dass hier jemand kommt und mir die weglootet. Da gucken wir hier mal an, hier. Es ist allerdings auch nur Crap gewesen, was hier drin war. So viel muss man auch ganz klar mal sagen. Wenigstens haben wir ein paar Armschienen bekommen. Problem ist auch nur wieder mein Inventory. Müllt sich halt echt wieder schnell zu. Weiß nicht, ob das was wert ist. Ja, Lederhandschuhe, Rezept. Gehe jetzt mal wieder ein bisschen zu den Hütten. Die Chance, dass man eine ramponierte Truhe findet, ist ja nicht gerade gering. Ja, also gerade in solchen Hütten kann man sie am ehesten finden. Und die könnte ich auch nochmal durchaus gebrauchen. Ich muss näher. Einfach mehr. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Immer noch. Ah, hier ist nichts. Keine Truhe. Aber 10 Tauchen am Schienen. Und so viele graue Crap-Items, ne? Meine Güte. Level up, my friends. Mehr Rüstung fürs Pet. Na gut, liebe Leute, ich mache die Pause. Wir hören uns morgen wieder und dann geht's weiter mit WoW Vanilla. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.